Ja, merke, Pokémon mögen kein Schaf. Ja, und ein bisschen zu viel Fleisch vielleicht. Bin mir nicht Am ganz so Arsch sicher. zu viel Fleisch! Die Das brauchen kann. Proteine, die Scheißviecher! Korridor ist das alleine. Auf zum Pokémon Center. Ich bin in eine Kerze reingedappt. Ja, auf. Nee, auf zum Pokémon Center. Pokémon den Magen auspumpen lassen. Ihre Pokémon haben doch alle HP, aber sie sehen so kränklich aus. Keine Frage. Und die beiden Trainer gucken sich so an. Vielleicht ist da was im Kochbuch falsch gewesen. Keine Fragen. Einfach keine Fragen. Da gibt es doch diesen Meme mit diesem Blick auf der Seite, der so guckt, so, Ja. Oh, wieder so eine Kerze Ach du rein. Scheiße, da unten drin ist das Pokémon Center. Wer hat denn die da verbannt? Boah, da wirst du aber auch weggelobt. Alter. Das ist ja, die hatten ja gar keinen Bock. Okay, hi. Ja, Mama, heile, heile. Da bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Nee, du musst da wirklich runterspringen. Nee, ich bin jetzt gerade an der so einer Ruine. Tja. Ich hab's Guck mal auf die aufgegeben, dir Karte. Kartenlesen beizubringen. Es ist eher alles verbuggt, alles Ja, kacke. Digga, du musst dir angewöhnen, einfach Y zu drücken. Auf die Minimap kannst du scheißen. Ja, du bist einfach dran vorbeigerannt. Aber das ist nicht, das ist halt auch nicht schwierig, da dran vorbeizurennen. Da, bin gleich da. Ich frag mich nur, wie ich hier wieder raus soll. Erstmal Mesclara voraus. Mesclara ist die Stadt. Ja, alles klar. Beschilderung hilft. Cool. Und was Na, haben ich wir stürze hier? mal ab. Das ist der Montanata Bergpfad. Das hatten wir. Also da haben wir halt auch Viecher. Oh, hallo Zubiris. Und Zubiris so. Und so, was willst du, Viech? Vielleicht willst du was von unserem Chili Hotdog. Kannst gerne haben, ey, dann stirbt das halt einfach. Lässt sich dann auch Oh nicht mehr wow, fangen. der Ladungsstoß sieht ja richtig cool aus. Was? Eine Attacke, die cool aussieht? Ja. Krass. So ein geiles Elektrofeld. Oh. Yeah. Guck mal, da vorne ist noch ein Lavita. Hallo, Tobias. Verpiss dich, du Viech! Verpiss dich. Hauptsache, wir haben. Ey, das habe ich noch nie geschafft in diesem Spiel. Einfach die Viecher zu vergiften. Zu Ich viel hätte echt Schaf. gedacht, wir tun einfach mal. Wir können mal ein kurzes Gemüsesandwich machen, vielleicht. Ein Salatsandwich. Könnt ihr jetzt mal aufhören, mich reinzurennen, ihr Viecher? Ich glaube, das Molunkel So. ist kaputt. LOL, das Molunkel ist bei mir kaputt! Steckt's im Boden? Nein, es zischt die ganze Zeit. Huh. Also, du kennst es ja, das macht doch mal dieses, wenn es sich so nach vorne beugt und dann den Schwanz hinten so auf und ab schlackert. Und das macht es bei mir einfach in der Dauerschleife. Okay. Gerade total, das singt so. Ja, Wie macht ich das? flüchte mal, ich flüchte einfach. Wie? Kannst du das nicht besiegen? Doch, aber ich hab Komm mal keinen hier Bock gehabt. rüber. Hallo. So, wir brauchen die Höhle hier. Nom nom. Meditee-Schweiß. Geil. Du Schweiß. gehst in so eine Höhle rein und. Ach, die sind Boden, ne? So, einmal mein. Oh. Oh! Okay. Bisschen Armes höher vom Level. Taurus. Taurus sagt sie so, Mama! Taurus hat keinen Bock. Wieso, Alter, wie hoch sind die denn? Level 38? Okay. The fuck?
Hier haben wir Knaxel mit Level 41. Oh wow. War ich Blumentrick. Da im Hintergrund aber nur dein Viech so. Ja, Mami. Ja, dann schick ich mal Claude dahin. Da war vielleicht für Tauros noch ein bisschen zu hoch. Ey! So lustig, was mit Claude passiert? Alter, was? Claude. Er hat so ein blödes Knubbelat meinen Arm Claude kaputt gehauen. Ich glaube, es hackt. Ja. Mini Glurak kann das Schnäppke gerne platt machen. Ich bitte dich. Das ist ja, also. Ah, da ist ein Trainer. Kalte Orte wie dieser, hä? Huh? Oh, jetzt kommt ein Pflanzen-Tick-Tack, Alter. Bleib ich mal mit Glurak vorne. Wenn er schon von kalten Orten redet. Hat man es immer ein bisschen leichter. Kasimir! Der hat ein. Oh. Oh. Ist klar. Aber das ist Stahlflug, ne? Ja. Amor. Dann geht Flammenwurf doch klar. Alter, aber weg mit beim Tic-Tac. Butz! Sehr gut. Das wäre natürlich meine Feuermotte ganz gut. Also, die aber. Muss man nur gehorchen. Sagen, wenn die dir gehorchen würde, dann. Ja. Ich setze mal ein, vielleicht klappt's. Pff, der obwohl, Typ denkt sich auch nur gerade so, was ist das für ein Viech, Alter? Pff, 55. Das Tolle ist, das Pokémon kann einfach keine Feuerattacke. Ach, das ist natürlich bitter. Dann mach halt anfallen, ist mir egal. Toll, hat den geil klappt gezogen. Bitte? Meine stehen eine Feuermotte, die einfach keine. Ach, da mach halt Ladungsstoß. Mach halt irgendwas! Mach irgendwas! Ich meinte Bisaflor! 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 Sag einfach scheiß Solarstrahl! Mein Bisaflor! Zumindest ich hab's versucht hier so ein bisschen. Pokémon-Trainer anscheinend. Versuch hier so ein bisschen das Elektroviech noch mit beizupacken. Wo bist du? Oh, ich bin hier links den Hügel hoch. Ich gleite gleich einfach ganz elegant zur Stadt. Ja, aber wenn du in der Mitte läufst, da gibt's Trainer. Ja, die hole ich mir auch. Ganz gut, ganz gut. Okay, so, alles klar. Die Stadt, warte, westliche Zone 3 hatten wir. Hatten wir? Westliche Zone 3 haben wir noch kein Pokémon. Sicher? Guck mal auf die Liste. Tatsache, westliche Zone 3. Dann hole ich mir hier mal so einen Mauzi. Westliche Zone 3. Westliche Zone 3. Alles klar. So, dann wechseln wir mal den Claude ein. Der hat von so einem Schneeball belästigt. Das Lustige ist, die Snobidi-Cats, die hier rumrennen, sind meistens Dus. Echt? Oh. Ja. So. Verwandelt sich dann immer. Cool, das kann Mauzi gefährlich werden, gegen die zu kämpfen. Mauzi hat sich gibt's hier ein Pokémon? Vermutet. Ein Schwein. Nein, nicht das Schwein. Vergiss den Spitznamen nicht und sei kreativ. Ja. Frack, fuck, Sau. Ja, schreib das. Erstmal kriegt das Schwein eine kalte Dusche. Na toll, hat sehr viel abgezogen. Claude. Warum schreibst du Claude, Clilly? Claude. Genau. Gegen Claude. Genau. Claude ist mein Claude ist cool und ganz ehrlich, aber mit C. Gib mir dieses Claude-Viech und zwar in 2 Meter größer als flauschiges Plüschtier. Oh Gott. Alter. Du weißt, dass André doch so ein lebensgrößer Relaxo-Sitzsack-Plüschtier hat? Ja, aber stell dir mal diesen Claude da als riesengroßes Plüschtier vor. Ey, selbes Kaliber. Wie heißt unser Mauzi? Ich will's feiern. Muschi. Ist ein Männchen. Uschi. Uschi. Nee, warte. Nuschi. Nuschi. Tim Rocket Mauzi. Es heißt Nuschi. In eine Box. Ich hab's gefangen. So. Poképortal.
Ich könnte Christina fragen, ob sie mir so ein lebensgroßes Klotviech erhäkelt. Ja, okay. Wir haben genug Füllwatte. Nein, habt ihr nicht. Doch, wir haben fast 5 Kilo Füllwatte. Kilo? Nee, Watte. Aber nicht 5 Kilo. Warte mal kurz. 5 Liter. Kilo nicht. Ich wette, es sind Liter. Es sind 5 Liter wahrscheinlich. Wobei, halt, das war schon wirklich eine ganze Menge. Kennst du diese ganz großen IKEA-Boxen? Nee. Okay, auf jeden Fall. Naja, ich denke mal, es waren 50 Liter Watte. Das ist schon krass. Ja, war eine ganze Menge. Hat sie sich ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Das kann man ja für solche Sachen gut benutzen. Westzone 3. Weil Watte wiegt halt gar nichts. Und wenn du ja, sagst, Christina, du hast 5 Kilo Watte. Das, ja, 5 Kilo ist halt wahrscheinlich jetzt eine Raumfüllung. Das ist sogar mehr. Ja, Lilly fragt auch, wozu braucht man denn bitte so viel Füllwatte? Ja, wahrscheinlich nicht so, aber es waren 50 Liter wahrscheinlich. So hat sie ein bisschen vertan, aber ansonsten füllt sie ja damit die ganzen Plüschis, die sie macht. Also 50, obwohl 50 Liter ist auch nicht so viel, wie sich's anhört, ne? Wenn du es zusammendrückst. Ja, wenn du es zusammendrückst, aber 50 Liter ist ungefähr deine Körpermasse, glaube ich. Und ich sag bewusst deine, weil du ja ein verhältnisweise kleiner Mensch bist. Mhm. Weil, stell dir mal vor, also ein Liter ist so eine Milchpackung. Mhm. So, Nushi wird in die Obhut von Joshua geschickt. Joshua schickt mir jetzt was richtig Cooles, weil der voll der nette Dude ist. Der schickt mir jetzt nämlich einen Dragoran! Yeah! What? Der kriegt da einfach einen Dragoran. Endlich hat er was bekommen. Schick mir bestimmt was in Dragoran. Nice. Drago. Tja. Lutz ist klein? Ja, Lutz ist 1,68 groß. Booja. Dragoran. Möchtest du einen Zaubertausch durchführen? Nee, das behalte ich. Das behalte ich. Das lass mal gerade sehen. Ich hab einen Dragoran. Ich hab einen Dragoran. Und das ist Level 57. Bitch. Ja, Lilly, das war genauso, wo ich damals Timo das erste Mal getroffen habe. Da dachte ich so, okay, Timo ist ein bisschen größer als ich. Und mein Kopf, oder? Timo ist absolut deutsche Standard 1,80. Also ja, ungefähr ein Kopf sind 20 Zentimeter, so 15, 20 Zentimeter. Das ist jetzt natürlich mega geil. Bericht. Also, mein Dragoran hat... Welches Level hat denn das? Muss mindestens über 57. Oh. Es kann tatsächlich, das kann Wutanfall. Oh, ist das geil. Es hat ein neutrales Wesen. Es hat kauzig. Oh, es ist kauzig. Und sonst, oh yo, Alter, die DVs sind richtig gut. Ah, ich weiß, woher das Dragoran hat. Wahrscheinlich ist das ein Dragoran aus der kleinen Dragoran-Insel. Es gibt da so eine bestimmte Passage auf der Map, da findest du mehrere Dragorans. Ja, es gibt doch diesen einen Bambushain mit so Wasserfällen. Und wenn du da hochgehst, dann gibt's ein Dragoran, das fliegt da im Kreis um die Bergspitze drumherum. Mhm. Das ist tatsächlich, also Bodyguard und Regentanz ist so, aber jetzt muss ich aber überlegen, warte mal, ich hab doch gerade die Seite von Aoki offen. Und ich bekomme, das Eisviech. Was ist das Eisviech? Dieser Eisklotz, warte, das heißt, ist wahrscheinlich jetzt der Spitzname, warte. Arktip. Das ist der zu diesem Eisklotz am Ende wird. Ja, der zu diesem Gletscher wird. Alles klar. Aber ist okay. Ja, ich sehe allerdings nicht. Ja, nö. Erzählt er uns halt nicht, ne? Ist aber ein ganz guter Konter gegen Drachen-Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Ich suche halt gerade, welches das maximale Level ist, das wir überhaupt beherrschen dürfen. Mach ich's mal rein. Oder steht das irgendwo auf unserer
Trainer-ID, Abenteuer. Achso, wie viel, warte mal kurz, da musst du auf Karte, da musst du auf Profil. Achso, war das. Genau, also die Karte. Und dann noch Profil öffnen und dann müsst ihr ja eigentlich irgendwas stehen. Wahrscheinlich wenden ja dir gehorchen Pokémon, die beim Fang maximal Level 40 waren. Was? Anzeige ändern? Ah ja, dir gehorchen Pokémon, die beim Fangen maximal auf Level 40 waren. Das heißt, nachdem wir Aoki besiegt haben, ist das 50. Was wiederum heißt, dass das Dragoran mir einen Scheißdreck gehorchen wird. Aber es macht nichts. Was? Also ich behalte es halt erstmal so in der Box. Gut Glück, wenn es mal funktioniert, ist auch ganz cool. Ja. Also, ja, ich behalte es halt erstmal in der Box. Das ist halt, ne? Ich meine, das ist halt schon 57. Ich finde, das ist ziemlich geil. Ja, ich gehe mal kurz den Pfad wieder ein bisschen hoch, weil da war mindestens ein Trainer. Ja, natürlich. Die müssen wir uns holen. Der. Ja. Und Premierball. Auch wieder so eine Frau mit. Ist es verwerflich, wenn ich sage, ich habe nur die Trainerin vor Augen gehabt und bin einfach in so ein Mundtier gerannt? Das ist die Schwiegermutter. Dabei ist die Alte überhaupt nicht mein Typ. Pampros kriegt ja erstmal Blumentrick an die Fresse. So. Alter, der Ladungsstoß ist richtig geil. Boah, es war ein Volltreffer sogar. Das Ding hat 80 Stärke und kann sogar paralysieren. Finden wir geil. Ey, du! Ey, Duda! Hat erstmal von mir kassiert, jetzt kommt direkt der Nächste. Ja, genau. Die hat ihren Shit gerade wieder geheilt. Weißt du, die hat gerade so einen Beleber-Chip in den Pokéball rein operiert. So. Ja. Bing! Ach du Schande. Pferdchen. Mhm. Alter, das Pferdchen ist doch Boden. Ja. Kacke. Bodengestein. Ja, super. Fuck, was mache ich dagegen? Hab TikTok, hab's. Bodengestein. Ah, ich nehme mein. Warte, welches Level ist das Ding? 32, ja, das geht. Ja, mein TikTok ist noch nicht groß genug. Ich nehme einfach meinen Tauros. Weil Toxtricity mit Elektrotyp ist wohl echt eine doofe Idee gegen dieses blöde Kilopony da. Konter. Oh, wie praktisch. Konter, Alter. Also entweder one-hit ich das Ding jetzt oder es fickt mich. Konter ist natürlich gemein. Das ist. Was war das Ding? Boden normal? Nee, Bodenstein. Boden normal oder Bodenstein, glaube ich. Lol, ein Ditto. Ja, komm, hau raus, Alter. Ist mir doch egal. Jetzt hier. Buja. Rasender Stier auf Wasser-Terra-Kristallisierung. Wow, es ist ein dropsiges Tauros. Zack. Komm schon, mach mich nicht schlapp, ey. Yes! One Hit! Da, vor dem Konter hatte ich jetzt Respekt. Versucht Sorgensamen zu lernen. Was ist das denn? Lol, ich hab ein Lol, ich wollte gerade sagen, ich hab ein Sichtlor, dem die Augen zu sind. Ich glaube, 40 steigt das pro Trainer nur noch um 5. Du stehst bei meiner Switch auf Offline. Ja, das könnte damit zusammenhängen, dass das Profil, das du geaddet hast, auch offline ist. Ich habe mir ja für diesen Pokémon-Playthrough extra ein anderes Profil organisiert. Kai.